idea. Na, Paul, hast du etwas Interessantes gefunden? Ja, eine Spider-Man-Maske. Die ist ja hübsch, aber die ist leider ein bisschen zu groß für dich. Ah, was sagst du zu meiner Perücke? Freunde, ich bin's, die Irene. Oh, Paul, Paula, ich sehe, ihr bereitet euch schon auf Fasching vor. Und du, hast du schon ein Kostüm für Fasching? Ja, Irene, gefallen dir unsere Kostüme? Ja, also, die sehen zumindest schön bunt aus, auch wenn die alle ein bisschen zu groß für euch sind. Oh Mann, und was sollen wir denn an Fasching tragen? Ja, wir wollen nämlich Faschingskostüme. Na, wir können euch ein paar Kostüme basteln. Aber dafür muss ich euch erstmal messen. Gib mal die Gitarre. Also, Paul, du bist... Und dein Kopfumfang ist so groß? Paula, komm du mal her. Und dreh dich mal zu mir mit dem Rücken. Aha. Jetzt habe ich die Maße. Jetzt können wir euch ein paar Kostüme machen. Aus denn? Na, aus Pappe. Oh, wow. Also ich hätte gern was Cooles, gleich was Rotes. Und ich hätte gern was Niedliches. Alles klar. Lass mal nachschauen. Rosa. Rot, gelb. Grün vielleicht? Und Silber. Ja, gibt's was, was für Mädchen? Okay, wie du meinst, Paul. Ich hätte hier was ohne Glitzer. Oh, wie cool. Irene, ich weiß, was ich mir wünsche. Okay. Ah, alles klar. Versuch mal zu erraten, was sich die Paula wünscht. Hier, Paula, versuch das mal zu zeichnen. Paul, komm mal her, ich will was ausprobieren. Ich sehe nichts. Wenn du auch was ausschneiden möchtest, dann solltest du auf jeden Fall jemanden von deinen Eltern fragen. Auf keinen Fall selber mit der Schere umgehen. So, und jetzt können wir den Rest ausschneiden. Schaut mal, was ich gemacht habe. Das ist Feuer. Und jetzt benutze ich diese Schicht als Schablone für die andere rote Farbe. So, und jetzt schneide ich diese Schicht aus. Seht ihr das? Und jetzt legen wir die zusammen. Hopp. Und jetzt müssen wir nur noch das hier ausschneiden.
fertig ist unsere Feuermaske. Ich will die anprobieren. Oh, wie cool ist das denn? Na, Paul, ist das feurig und cool genug? Ja, das muss ich Paula zeigen. Tatsächlich, Paula, die habe ich ja ganz vergessen. Ich frage mich, was die macht. Ich habe alles gemalt. Kannst du mir was ausschneiden? Aber natürlich doch. Gut, dass du das selber nicht ausschneidest. Nein, da können wir noch ein paar Strasssteine draufkleben. Aber natürlich doch, Paula. Na, konntest du erraten, welche Maske wir für Paula machen? Ja, so. Wow. Paula, pass mal auf. Tada! Wie toll! Na, schau mal in den Spiegel. Sieht so cool aus, jetzt will ich aber auch irgendein Kostüm. Na, wie gefällt euch meine Maske? Wow, Irene, voll abgefahren! Ha, danke schön. Und du, hast du schon ein Kostüm für Fasching? Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben, folg diesem Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye! Paula! Irene! Ja, da seid ihr ja! Hallo meine lieben Freunde, ich bin die Irene und heute sind wir zu Besuch bei Paula und Paul. Hallo! Brumm, brumm, Auto! Oh, die Kleinen sind müde. Wollt ihr einen Mittagsschlaf halten? Aber wir haben ja gar kein Bett. Ich hab's. Wir gehen also ein Bett einkaufen. Ich nehme meinen Geldbeutel und lege ihn in die Tasche. So, liebe Paula, komm mal her. Wir müssen erstmal deine Haare kämmen. Wir machen dich hübsch. Ich mache dir noch zwei Pferdeschwänze. Ich nehme ein Gummi und mache zuerst den einen Schwanz fest. Wow! Und den zweiten. Jetzt bist du hübsch. Jetzt können wir einkaufen gehen. Na, Paulchen, komm auch mal her. Perfekt. Ich habe meine Tasche und die Zwillinge. Jetzt kommt mal mit. Da wären wir im Geschäft. Guten Tag, was darf es denn sein? Hallo Schoki, wir hätten gerne ein Bett. Hier, das ist doch ein schönes Bett. Hm, tatsächlich, das ist so schön weich. Das Bett ist tatsächlich hübsch. Aber leider
ist hier nicht genug Platz für euch zwei. Könntest du uns vielleicht noch etwas zeigen? Ich hätte hier noch ein Schaukelbett. Aha. Oh, wie spannend. Paul, Paula, was sagt ihr denn zu den Bettchen? Ja! Ich mag es zu schaukeln. Das finde ich auch toll. Aber passt ihr denn auch gemeinsam rein? Paul, vorsichtig. Und nein, das wird hier eng. Dieses Bett ist auch zu klein für euch zwei. Schade, ich mag es. Schoki, hättest du vielleicht ein Bett, wo unsere Zwillinge gemeinsam schlafen können? Ich glaube, ich habe eine Idee. Wie wär's denn mit einem Doppelbett? Tatsächlich. Aber das ist doch viel zu klein. Oh oh. Hättest du vielleicht so eins, aber größer? Natürlich, kommt mit. Okay. Na, wenn das nicht das perfekte Doppelbett ist. Wow. Das ist ja klasse. Gefällt's euch? Ja, voll schön. Rosa. Paula, komm, ich helfe dir. Hopp. Na? Schön gemütlich hier, nicht wahr? Ja, weich und gemütlich. So viel Platz hier. Und ich, wo soll ich schlafen? Paul, du schläfst dann auf der zweiten Etage. Toll. Alleine komme ich nicht hoch. Na doch, dafür gibt's die Treppe hier. Komm. Hallo, Paula. Hallo, Paul. Das machst du gut. Komm, ich helfe dir. Hopp. Schön, nicht wahr? So viel Platz. Ui, das ist ja so hoch. Klasse. Mal sehen. Schoki, ich nehme das Bett. Ist gut. Das wären 50. Alles klar. Zwei, zehn, 50. Irene, hättest du denn gerne eine Lieferung? Oh ja, natürlich. Das wäre klasse. Paula, wir gehen nach Hause. Paulchen, komm. Mach's gut, Schoki. Danke. Natürlich, bis dann. Da wären wir. Und was ist das Erste, was man zu Hause machen muss? Hände waschen. Yeah. So, das ist unser Waschbecken. Paula, komm, du bist Erste. Hier ist die Seife. Das Wasser laufen lassen und Hände waschen, Hände waschen. Und die Seife abwaschen. Handtuch und jetzt abtrocknen. Sauber. Paulchen, jetzt bist du dran. Ja. Seife für den Paul. Und ins Wasser. Wischi, waschi.
Wasser machen wir zu und nehmen uns auch ein Handtuch. Gut gemacht. Jetzt habt ihr beide saubere Hände. Das muss die Lieferung sein. Das ist die Leiter von unserem Bett. Oh. Ha. Klasse. Yeah. Und? Sitzt perfekt. Vielen Dank, Lastwagen. Mach's gut. So, für Paul. So, so. Und die Decke. Paula, ab ins Bettchen. So, schlaf schön. Paul, und dich katapultiert ein Flugzeug. Träumt was Schönes. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Wir sehen uns noch. Paul! Paula! Irene! Ah, da seid ihr ja! Hallo meine lieben Freunde, ich bin's die Irene. Paul, Paula, seid ihr bereit spazieren zu gehen? Ah, super, Paula. Und wo ist der Paul? Wieso sitzt er nicht auf dem Töpfchen? Oh. Da der findet, dass er schon groß ist und deshalb geht er aufs Erwachsene-Klo. So also. Na dann lass uns ihn von dort abholen. Kommt mit. Oh je, Paul. Komm, ich helf dir mal. Komm, Paul, das ist doch normal, dass kleine Kinder aufs Töpfchen gehen. Ich bin aber kein kleines Kind mehr. Okay, okay, dann finden wir eben ein Mittelding. Komm mal mit. Paula, wo willst du heute sitzen? Vorne oder hinten? Ich will hinten sitzen, oben. Dann sitze ich vorne. So, Kids, wir gehen jetzt nicht spazieren, wir gehen einkaufen. Kommt mit. Und da wären wir. Wie wär's denn? Wir setzen uns jetzt um. Hurra, Einkaufswagen. So, Paula, setz dich hin. Was wollen wir denn kaufen? Na, das werdet ihr gleich erfahren. Hallo, Frau Verkäuferin. Hallo, Irene. Willkommen in meinem Kindergeschäft. Wir haben hier Spielzeug. Und Kleidung und Schuhe und verschiedenen Schmuck. Spielzeug! Ich will auch gucken. Oh, Irene, was für ein tolles Auto. Kaufst du mir so ein Auto? Brumm, brumm, wuff, wuff, wuff. Irene, ich möchte dieses Spielzeug. Aber klar, kein Problem. Aber wir sind hier, um was anderes zu kaufen. Sag mal, hast du denn hier... Ah, aber klar doch. Komm, ich zeig's dir. Ja, das ist unser erstes Modell. Oh, super. Genau das, was wir brauchen. Das kaufen wir jetzt. Ich will das Auto. Okay. Und ich will das Handy.
Hühnchen. Auch kein Problem. Das macht dann? Das macht dann 15 Taler. Mhm, einen Moment bitte. Hier, bitte sehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und mein neues Hündchen. Wollt ihr das herausfinden? Dann kommt mal mit. Also, ich habe euch ein Klo gekauft. Das müssen wir jetzt zusammenbauen. Und eins. Und zwei. Und drei. Also, unser Töpfchen setzen wir hier ein. Jetzt kommt der Deckel drauf. Den Deckel schließen wir. Und dieses Küken hier bringen wir auch noch an. Und jetzt zeige ich euch noch was. Hoppla! Da kommt unser Klopapier dran. Das Klo. Genau, Paul. Das hier ist ein Kinderklo für kleine Erwachsene. Hm? Wie dich. La 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 la, als wäre ich schon ganz erwachsen. Paula, siehst du? Wow, ich möchte aber auch das große Klo ausprobieren. Na komm, probier mal. Paul, vergiss nicht abzuspülen. Das muss man jedes Mal machen, wenn man fertig ist auf dem Klo. Na komm, Paula, und jetzt bist du dran. Setz dich. Ja, als wäre ich auch schon ganz erwachsen. Und ich bin wieder ganz klein. Gemacht, Paula. Dann schließen wir den Deckel und spülen ab. Ich bin auch fertig. Super, Paul. Dann steig mal ein und wir gehen jetzt spazieren. Hurra, spazieren! Spazieren! Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben, folg diesem Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!